Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. In der letzten Folge waren wir in Moorland, Südhof und in Raydale unterwegs. Diese Folge machen wir jetzt hier gerade auf dem Landgut weiter. Und zwar hier oben. Wir erinnern uns, wir hatten ja dieses Gespenst, in Anführungszeichen, im Weinkeller getroffen. Der Praktikant von der GED. War das die GED? Ich glaube schon. Der mit einem Bohrer in den Keller der Baroness gebohrt hat und der das jetzt irgendwie wieder zubekommen muss. Und wir hatten ihm ja gesagt, wir helfen ihm dabei. So, und jetzt machen wir hier beim LKW-Fahrer weiter. Hi! Wie gesagt, man kann sich immer auf Blitz verlassen. Der Beton ist jetzt im Keller, aufgestellt in Reihe und Glied. Dein Freund dort unten bat mich darum, dir zu sagen, dass er mit dir sprechen will. Ich kratze nur in die Kurve. Bis dann. Tschüss! Gut, dann gehen wir jetzt zu unserem lieben Praktikanten, der da unten drin ist. Ich glaube, Jesse hieß er oder so, oder? Ich weiß es nicht. Hat er uns das schon gesagt? Keine Ahnung. Blub, blub. Oh, das ist viel Beton. Das ist wirklich viel Beton. Hallo, jetzt haben wir massenhaft Beton. Ich weiß zwar nicht so genau, wie das geht, aber ich werde mein Bestes geben. Du kannst mir vielleicht bei einer anderen Sache helfen. Ich habe kein GPS oder eine Karte, die mir den Weg weisen würde. Die von der GED dachten, dass ich so etwas nicht brauchte. Kein Geld im Überschuss, hat der Chef gesagt. Ohne traue ich mich aber nicht weiter, mit dem Bohrer zu arbeiten. Ich habe eine Idee. Ich weiß, dass es beim Ölfeld einen Vorrat an GPS und Karten gibt. Kannst du nicht welche für mich besorgen? Natürlich, können wir machen. Das sollte ja kein Problem sein. Ich meine, das Ölfeld ist ja nicht weit weg. So. Mein süßer kleiner Blue Moon, dann lass uns mal zum Ölfeld hopsen. Und dem guten Praktikanten eine Karte uns zu besorgen. Oh, das ist noch Müll. 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 Nein, ich will Müll. Ich mag sammeln. So. Gibt es hier irgendwie was? Ablösung? Warte mal, ich sehe so schlecht. Du. Nee, du bist nicht bei der GED angestellt. Hörst du? Geh ein paar Schritte zurück. Hier ist nur der Zutritt für GED-Mitglieder. Haha, nee, du. Geh ein paar Schritte zurück. Hier kommst du nicht vorbei. Dieser Vorrat hier ist sehr, sehr wichtig. Wie lange ich hier noch stehe? Ich warte auf meine Ablösung. Er ist zu spät. Glaube aber bloß nicht, dass ich meine Stellung verlasse. Ich warte auf ihn und wenn es eine Woche dauert und versuche bloß keine linken Sachen. Ich habe Augen wie ein Adler. Ein kurzsichtiger Adler, aber immerhin ein Adler. Ich muss einen Weg vorbei an den Wachen finden. Vielleicht hat der Praktikant eine Idee. Ja, gehen wir mal gucken, was der Kleine uns sagt. Huch. Einfach mal dagegen gerannt. Ich freue mich schon auf das Silverclade Update. Ihr seht die Folge jetzt am Montag. Ich nehme die gerade am Donnerstagabend auf. Weil es einfach viel zu heiß für alles andere ist. Und ich freue mich schon auf das Silverclade Update. Ich weiß nicht, ob das Landgut auch davon betroffen ist oder nicht. Ich spiele Star Stable halt noch nicht so lange. Ich spiele das jetzt erst ein Jahr und... Ja, doch. So jetzt ungefähr ein Jahr. Ich habe im Juni 2020 damit angefangen zu spielen. Ich weiß nicht. Kurzsichtig, sagst du? Was? Das meinst du doch nicht ernst. Ich soll mich ausziehen? Du willst eine Puppe bauen? Ich weiß ja nicht. Aber okay. Ich bin mir allerdings nicht sehr sicher. Geh du los und suche etwas, aus dem wir eine Puppe bauen können. Und ich ziehe mich schon mal aus. Du musst versprechen, nicht zu gucken. Verspreche es. Jo, ist ja okay. Gucken wir schon nichts ab. So. Ich glaube, wir müssen hier unten im Keller nach Zeug suchen, oder? Okay, hier ist ein Eimer. Den können wir gebrauchen als Kopf. Ist hier noch was? Ah, hier sind zwei Besen. Ja, aufheben bitte. Super. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem lieben Praktikanten. Ah, der ist in dem Fass. Der ist in dem Fass. Wie cool. Hier bin ich, hier im Fass. Hier sind meine Kleider. Versprich mir, dass ich sie zurückbekomme. Brrr, ist das kalt hier.
Mal sehen. Bist du dir wirklich sicher? Man muss ja fast blind sein, um zu glauben, dass diese Puppe ein echter Mensch ist. Ein Versuch ist es allerdings wert. Nein, ich komme nicht raus, bis ich meine Kleider zurückbekomme. Nimm die Puppe und platziere sie so, dass der kurzsichtige Wächter glaubt, dass seine Ablösung da ist. Beeil dich, es ist so kalt hier. Oh mein Gott, hat er sich einfach. Ja, ist okay. Dann lauf halt in dem Fass rum. So. Los, Blue Moon! Ob wir den täuschen können? Lustig ist halt, dass Herr Campbell direkt daneben steht, gell? Müssen wir dafür absteigen oder reicht das auch so? Hallo? Na, absteigen, okay. Puppe mit Arbeitskleidern. Nein, ich wollte nicht aufs Pferd. Halt, stopp, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ha, bist du hier, um mich abzulösen? Du bist gekleidet wie ein GED-Mitarbeiter und stehst aufrecht. Da muss es wohl sein. Das gefällt mir. Du kannst dich jetzt entspannen. Es ist nicht nötig, die ganze Zeit so steif wie eine Puppe zu stehen. Auch obwohl es mir gefällt, dass du mir Respekt erweisen willst. Du sprichst wohl nicht viel. Schön. Die Leute hier quasseln eindeutig zu viel. Auf den Job konzentrieren, das ist meine Devise. Eine kleine Warnung für dich. Sei vorsichtig mit einem Mädchen, das versucht, in unser Gebiet einzudringen. Sie ist wirklich sehr gerissen, aber mich trickst sie nicht aus. Nee, dich trickst mir definitiv nicht aus. Was ist das? Arbeitskleider, ein Haufen GED-Kleider. Okay. Hey, hier ist doch niemand. Ach. Ich glaube, das mit dem E ist noch ein bisschen verbuggt. Ich wollte auf das Pferd drauf, mein Gott. Ach ja, die haben ja jetzt die Pause rausgemacht, die man hatte, wenn man aufs Pferd gestiegen ist. Ist jetzt okay, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass das drin war. Also es gibt da definitiv andere Sachen, die mich stören. Gang der Friesen. Gang der Friesen. So. Aber das hat mich jetzt nicht so wirklich gestört. Okay. Habe ich jetzt ständig diese Wächteranzeige da? Nee. Brr, es ist kalt hier. Oh, hallo, du bist wieder da. Kann ich jetzt meine Kleider wieder haben? Lege sie neben das Fass und verlasse den Raum, sodass ich mich wieder anziehen kann. Und nicht gucken. Junge. Wo müssen wir die hier irgendwo hinlegen? Okay, einfach nur raus aus dem Raum. So, schön wäre die eigenen Kleider zu tragen. Ich werde jetzt alle Spuren mit dem Beton verwischen. Okay, dann haben wir jetzt hier einen Questblocker reingehauen bekommen. Wir haben aber noch was zu machen, deswegen würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, etwas zu machen, so. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal zu Tira. Soweit ich weiß, hat sie noch eine Aufgabe für uns. Ich glaube, es hat was mit Techno zu tun, dem kleinen Hund unten bei der Reithalle. Oh, da ist noch Müll auf dem Tisch. Da ist noch Müll auf dem Tisch. Ich muss den Müll mitholen. Super. Hi, ich bin fertig mit der Hütte. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich glaube, mein alter Handwerkslehrer würde mir eine 1 geben. Kannst du sie mit deinem Pferd nach draußen tragen? Ich bin so aufgeregt zu sehen, ob es Techno gefallen wird. Ja klar, können wir machen. Dann reiten wir jetzt gerade noch runter zur Reitarena. Geben Techno seine Hütte ab. Ich glaube, hier können wir nicht runterspringen, gell? Ne, hier können wir nicht runter. Doch, könnten wir eigentlich schon. Oder? Ja komm, wir machen es jetzt einfach. Okay. Ich glaube, wir müssen da drauf springen. Geht das? Ja, dann sollten wir es schaffen. Ja, nee. Okay, wir nehmen den normalen Weg. Langeweiler. Da wollten wir einmal einen coolen Sprung machen. Oh, ist der schon wieder raus? Habe ich gar nicht mitbekommen. Hier können wir auch das Rennen nochmal machen. Beziehungsweise, das ist ja nicht viel. Aber wir gehen jetzt erstmal Techno in die Hütte bringen. Ich habe irgendwie das Rennen für die Rassen gar nicht genutzt, weil ich momentan kein Araber oder Mavari oder so gelevelt habe.
bin aktuell auf Mackenzie, meine kleine Starflame am Leveln. Das ist mein, oh, wie hieß das nochmal? Goffland Pony. So. Hier ist deine Hundehütte. Oh Gott, ist sie schön. Die ist ja richtig toll. Die müssen wir uns angucken. Die ist voll cool. Die ist richtig cool. Ich glaube, Techno gefällt sie auch. So, einmal wieder aufs Pferd. Und dann wieder hoch zu Tira. Dann können wir ihr sagen, dass Techno die Hütte angenommen hat. Wenn sie dann noch was hat, machen wir bei ihr noch ein bisschen weiter. Wenn sie nichts mehr hat, dann machen wir das Rennen da unten einfach. Dann schalten wir das Rennen noch frei. Oder wir gehen in den Wein, obwohl in den Weingarten. Da haben wir eine Quest offen gerade. Wir gehen jetzt erstmal hoch zu Tira und gucken, ob sie noch was zu tun hat für uns. Sollte sie jetzt nichts mehr für uns zu tun haben, dann gehen wir das Rennen machen. Und in den Weingarten können wir eigentlich schon in der nächsten Folge gehen. Gott. Schreit mir heute wieder eins zurecht. Hat er sie gemocht? Oh, ich bin so glücklich. Vielen Dank, Tilda. Ab jetzt sind wir hier wieder sicher. Die Baroness hat übrigens gesagt, dass sie mit dir sprechen will. Okay, dann gehen wir jetzt gerade noch mal zur Baroness. Er hat zwei Quests für uns, das weiß ich. Schön, dich wiederzusehen, Tilda. Ich wollte dir ein kleines Geschenk geben, weil du uns immer so viel beim Landgut hilfst. Leider habe ich noch nicht genug Beweise, um Herr Campbell festzunageln. Aber wehe, wenn er hier nochmal alles zerstört. Hier ist dein Geschenk, Tilda. Es ist Technos Lieblingsmuster. Ich hoffe, es wird dir und Blumen gefallen. Ich freue mich jetzt auf etwas Ruhe und Frieden beim Landgut. Wir haben eine Satteldecke bekommen. Mit Stärke plus 2, Geschwindigkeit plus 1, Disziplin plus 2 und Agilität plus 1. Könnten wir für 230 Schillinge verkaufen. Abspieler Level 10 tragbar. Ist eigentlich ganz okay. Und ich finde, sie sieht auch ganz niedlich aus. Ich habe zwar bisher auch auf Mackenzie noch kein passendes Outfit dafür gefunden, aber ist ganz niedlich. So, wir gehen jetzt aber gerade noch runter zu Jelena, heißt sie, glaube ich, und schalten da das Rennen dann frei mit der Arbeitsreitweise. Dann haben wir das nämlich auch und ich habe wieder was, ein Rennen mehr zum Leveln. Ich meine, ich möchte Blue Moon zwar momentan noch nicht ausleveln, aber ein bisschen leveln schadet ihm trotzdem nicht. Dann ist er nämlich ein Stück bisschen schneller. Du bist Tilda, richtig? Ich habe schon von dir gehört und das muss Blue Moon sein. Jetzt guckt doch nicht so überrascht. Ihr beide habt einen ganz schönen Ruf als Duo auf der Koppel. Ich würde euch ja zu gern mal in Aktion sehen. Kennst du dich mit der Arbeitsreitweise aus? Bei dieser Disziplin steht die Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter im Vordergrund, während ihr eine Hindernisstrecke abreitet, die von der traditionellen Arbeit zu Pferd auf einer Ranch inspiriert wurde. Was mir an der Arbeitsreitweise am besten gefällt, ist, dass jeder mitmachen kann. Dein Pferd muss sich nicht bewegen wie ein Tänzer oder springen wie ein Panther. Solange es dir vertraut, könnt ihr euch an all die verschiedenen Hindernisse wagen. Die Arbeitsreitweise teilt sich traditionell in drei oder vier Einzeldisziplinen auf. Aber derzeit biete ich einen Testlauf im Speed Trail an. Das ist meine Lieblingsdisziplin. Ihr werdet die verschiedensten Hindernisse bewältigen müssen. Und das auf Zeit. Bist du bereit für einen Speed Trail Versuch? Ja, machen wir. Warum auch nicht? So. Oh, hört doch schon mal die Musik an. Es ist die Musik, die wir auch bei Tintoretto hatten. Und ich finde die Musik hier so toll. Das Die ist richtig schön, die Musik. Oh, toll. Ich mag das Rennen hier auch sehr. Ich mag auch die Arbeitsreitweise von Süd auf Südhof sehr gerne. Ich finde, das ist mal was anderes als dieses typische Springreiten überall.
Ah, schön. Ach, die Musik. Ich finde die Musik einfach toll. So, jetzt sind wir schon wieder bei 15 Minuten. Gar nicht mal so schlecht. Du kannst jederzeit noch einmal Du kannst es gerne jederzeit noch einmal machen. Versuchen, deine Zeit zu verbessern. Ja, die Zeit war jetzt nicht vielleicht das Beste, aber ganz ehrlich, ist mir auch egal. So. Ich werde den Party jetzt beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!